transportiert sie einen Magier in meinen Laden. Ihr könnt ja über Nacht im Laden bleiben. Viel Glück. Okay, das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Wiedersehen. Dann stellen wir uns hier hin. Und es ist ja eigentlich Nacht. Na okay, das wird bestimmt wieder 12 Uhr sein. Wir machen mal einmal 24 so. Lalala. Lala. Untergang der Sonne 28. Das ist auch so klar. Wenn-da-Woche. Kalenderwoche. So, da gibt es auch so Wochen. 11, 12. Und wir müssen laden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was stört ihr mich? Geht weg. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hey. Oh, so viele tolle Sachen. Ich habe mich der Gauner angenommen, die in Norbert Lees Laden eingebrochen sind, und ich sollte mit dem Ladenbesitzer selbst sprechen. Jetzt erstmal heilen. Die haben doch ganz schön was abgezogen. Langschwert, besitzen wir sowas schon. Ja, jetzt ist wieder das Mithril. Haben wir das? Wir haben ja, können ja genügend tragen. Elfen. Das haben wir ja beides. Glasdolch haben wir auch. Das haben wir aber noch nicht. Können wir das klauen? Nö, dürfen wir nicht. Ach, die haben ja wenig Gold. Gut. Naja, so toll sieht die auch nicht aus. Da sieht das besser aus. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem Ladeninhaber sprechen, werden wir das erstmal wieder wegschmeißen. Wegbringen. Alles immer gleich wegbringen, damit wir ein hübsches Sortiment besitzen. Hallo. Okay, was das hier eigentlich hier ist, weiß ich auch nicht, kann ich auch nichts mit anfangen. Was haben wir eigentlich hinterm Haus? Wir waren noch nie hinterm Haus. Was weiß ich, vielleicht sogar ein geheimer Eingang so? Nein. Guten Tag. Bei Asura, bei Asura, bei Asura. Es ist der Großmeister. Ich kann es kaum glauben. Ja, ich hätte Sprecher werden sollen bei Oblivion. Dann wäre das nicht so öde gewesen, dass nur 7 Sprecher oder 5 oder 4 oder 3, ich weiß nicht, nur sprechen. Schwergenschlemor. Dann haben wir das noch. Und das alles. Nektar. Und die 5 Bärenpelz. Gut. Die Mission. Der lügende Ladenbesitzer. Nein. Bäh. Schmerz. Oh, der Handschuh sieht auch nicht schlecht aus. Wie er da so nach oben schießt, so plötzlich so busch. Und von hier kann man schon reden, was die da hinten zu... Was erzähle ich da eigentlich? Von hier aus kann man schon reden, was... Also, ich bin ein wenig durcheinander. In dem verlassenen Haus waren wir noch nie. Es wäre auch nochmal sehenswert. Mal gucken, was da sich drin befindet. So viele Leute. Hallo! Ihr seid nun außer Dienst. Gut, ich habe... Ah, gut, hier war das. Ich wäre jetzt schon weitergegangen. Oder ich wäre weitergegangen. Da ist er ja. Konntet ihr mein Problem mit den Einbrüchen lösen? Einbrüche. Ihr habt sie erwischt? Wunderbar. Aber ihre Namen klingen mir vertraut. Alle diese Männer haben hier gearbeitet. Erstaunlich.
Ich ließ sie sogar morgens den Laden aufschließen, so sehr habe ich ihnen vertraut. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie zu Verbrechern gemacht haben soll. Traurig. Tja, hier ist eure Bezahlung. Wiedersehen. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr Grüße. Gut. Hier gibt's noch so ein paar Schifflein. Irgendwo hier ist noch ein Maler. Aber der ist nicht da. Also da warten wir nochmal. Wir haben ja Zeit. Bis 10 Uhr. Mm, 7, 8, 9, 10. Und er muss auch laden. Okay, der Maler ist nicht da, sonst sitzt er hier und ist am Pinseln. Tut euch keinen Zwang an. Und da ist sie das. Sie geht in die Richtung. Ist sie das? Bist du es, die Malerin? Ja, plötzlich ist das Bild da. Mit Schatten, da sieht man so leicht den Schatten von dem Pinsel. Das ist auch nicht schlecht so. Aber du siehst doch gar nicht, Mensch, Kind, du siehst doch nichts. Ist alles neblig. Ohne Truhe. Fackel. Da fackeln wir mal nicht lange rum. Oh, das können wir auch alles mitnehmen. Ihr seht. Dann würde ich sagen, werden wir noch weiter ein bisschen Kriegergilde machen. Kämpfergilde, meine ich. Und dann machen wir weiter mit Magiergilde. Die muss ja auch endlich mal fertig werden. Plack. Ach, wir machen hier einen riesigen Umweg. Was alles gar nicht nötig ist. Da hinten. Bin ich schon so irritiert. Nein. Auch wieder die alten... Dies ist ein großartiger Tag. ...Positionen. Mojo. Ich möchte auch mal einen Hund haben als Begleiter, der den angreift oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also ich weiß, glaube ich, dass es Begleiter gibt, die einen hinterherlaufen und so, aber... Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Auftrag. Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Frag doch Burzgruck. Okay, also... Lebt wohl. Also, hier haben wir schon alles abgearbeitet. Das ist ja formidable. Also die Augen glänzen so hervor. Ja. Magiergilde. Haben die vielleicht einen Auftrag? Im Moment nicht. Also ich glaube, die kontaktieren mich, wenn die wieder einen Auftrag haben. Deswegen gehen wir erstmal nach Chardinal. Nach Burzkrukasch oder wie er heißt. Das sind alles so schreckliche Namen. Ich glaube, wir nehmen hier mal die Abkürzung, wenn es denn eine ist. Da ist der Brunnen, wo wir Quest von der Magiergilde drin waren. Ja, zum Glück sind wir da nicht ertrunken. So, das Kämpfergilde müsste... Wer bist du? Was kann ich heute für euch tun, mein Freund? Ah, mit dem gibt's auch noch eine Quest. Aber das sind alles so kleine Nebenquesten, die man alle noch machen kann. Porter. Wieder ein Porter. Schwierig. Burzkrukasch. Ihr sucht hier doch Arbeit, ihr Nichts. Vielleicht möchtet ihr einen Auftrag. So runter machen gleich, das ist ja schrecklich. Auftrag. Ich denke, ich habe etwas für euch. Wir haben eine Waffenlieferung für die trostlose Mine. Das ist euer Auftrag. Bewegt deinen Arsch, Stiefel. Na. Stahlkriegshammer hinzugefügt.
Ach so, den sollen wir da hinliefern. Und Stahlschwert und da müssen wir hinrennen. Kann sein, dass wir gleich kämpfen müssen, weil da ja ein Zelt, also ein Lager in der Nähe war. Oh ja, ein Bär. Bärenpelz, okay, der wiegt ganz schön viel. Okay, ich guck nur mal ein bisschen. Wo müssen wir denn hin? Dahin. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das macht immer noch Geräusche. Oder hat es getan? Ja, das Silberschwert gefällt mir eigentlich. War da oben jemand? Da war irgendwas... Nee, doch nicht. Einbildung.